Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und es ist immer noch Challenge-Zeit, aber heute auch das letzte Mal für diese Woche oder in diesem Challenge-Zyklus, Folge 281. Wir haben noch ein paar schmucke Sachen dabei und wir starten mit dem Aufklärer von J. Olde Beverborg. Ich habe da noch Master Kuyo hinzugeschrieben. Ich würde sagen, die beiden sagen was dazu, weil der Erbauer dieses Flugzeuges, Moment, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ist, glaube ich, auch ein Ersteinsender und ich nenne ihn jetzt mal der Herr Beverborg. Und er hat da ein Flugzeug gebaut, hat es dann irgendwie von Master Kiryu überarbeiten lassen und hat dann eigentlich nur noch die Farbe geändert. Ich weiß nicht, ob das so abgesprochen war, allerdings war bei der Einsendung des Namens oder des Werkes nie der Name von Master Kiryu gefallen, was ich sehr schade finde. Ich weiß nicht, ob das so abgesprochen war, aber wenn nicht, wisst ihr jetzt, wer vermutlich die Hauptarbeit gemacht hat, damit das Ding ordentlich fliegt. Und das tut's auch, wie man sieht. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass auch Master Kiryu seine Contribution bekommt. Ich bitte sich, ich bitte beide mal ein Statement abzugeben, sowohl Oldeborg als auch Master Kiryu. Aber konzentrieren wir uns auf das Flugzeug. Das fliegt mega gut, ey. Da kann jemand sagen, was er will. Vom Flugbild ist das echt sehr, sehr nice. Irgendwie sieht es eher nach einer Rakete aus als ein Flugzeug. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schnell. Schmeißen wir erstmal die Bömmchen ab. Das sind sogar die 50er. Die 50er in super klein. Irgendwie. Aber machen trotzdem. Wobei, nee, die Explosion ist auch nicht wirklich groß gewesen. Interessant. Machen wir kurz alle Gruppen an. Haben wir noch mehr Waffen? Nee, keine Waffen mehr. Wir haben auch kein MG. Jawohl, da ist irgendwie noch was übrig geblieben von den Bomben. Ja, ist insgesamt nicht schlecht. Klar, ein bisschen mehr Design hätte es vertragen können, aber da meckere ich jetzt nicht rum. Fliegt wirklich gut. Kannst du nicht sagen. Ich will jetzt nur noch mal probieren. Ich hoffe, dass die Kolonne noch da ist. Ich würde sie gerne mit den Bömmchen bearbeiten. Alle mal die Augen offen halten. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht so hoch, damit man den... Ah doch, da sind sie. Ich würde schon sagen, ich hoffe, ich fliege nicht so hoch, dass man die Rauchfahne nicht sieht. So, wir machen mal einen auf Sturzkampf. Nice, Treffer. Oh, da hat sogar noch was überlebt, sagst du? Kann ich ja fast nicht glauben. Da kommt sie. Knapp vorbei ist auch daneben, mein Freund. Also viel hat er nicht überlebt. Einer ist noch da. Nice. Leider hat das Ding nicht mehr Waffen. Deswegen müssen wir das jetzt wohl tatsächlich mal versuchen zu rammen. Weil eine andere Möglichkeit, das Teil zu zerstören, habe ich nicht. Fuck. Voll vorbei. Aber es brennt immerhin halbwegs. Jo. Ja, für den Anfang nicht schlecht. Was haben wir noch im Angebot für heute? Das war eine 81 von Seras, unserem Altmeister. Den Ground Attacker Azur-Klasse. Sieht aus wie eine plattgedrückte Flunder. Hier schöne Rocket Pots gebaut. Da bin ich mal gespannt, was die so rausspucken. Ah, das ist nice. Das hier fällt mir. Auf jeden Fall jede Menge MGs. Wollen wir gleich dann mal schauen, was für Waffen da so da eingebaut sind.
ein Tarnflugzeug hier über dem Meer. Das gefällt mir schon ganz gut. So, schauen wir mal, was hast du an Waffen dabei? 4 Guardians zur Verteidigung wahrscheinlich. Und jede Menge Infernos. Aber wo... Achso, ja klar, die sind in den Pots drin, ne? Ist jetzt nicht super schnell, das Stück, aber macht nichts. Schauen wir mal durch die... Cockpits, durch die Kameraperspektiven. Durch Cockpit haben wir auf jeden Fall. So, Nummer 1. So, geht's auch nochmal drüber. Gerotzt. Easy. Ich weiß nicht, ob die MGs was gebracht haben. Ich versuch's nochmal. Also das fliegt sich auch wunderbar. Nicht unrealistisch, sondern sowieso, ich schätze mal, wie sich so eine platte Flunder halt fliegt, nicht? Ah, oh, da brennt schon einiges ganz gut. Das Problem ist, die kommen jetzt gleich schon wieder in eine Kurve. Ich glaube, die werde ich von oben angreifen müssen. Sonst kriege ich da wieder keine Schnitte. So, jetzt haben sie mir die Raketen auf den Hals gehetzt. Gnadenlos versagt. Wuhu! Okay, die habe ich nicht kommen sehen. Die kam zu schnell. Aber wir können ja hier restarten. Das ist ja null Problemo. Aber sind die jetzt noch da? Tatsache. Angriff! Oder auch nicht. Wo ist denn ja eigentlich mein Fadenkreuz? Das ist doch komisch. Wir müssen die vernichten. Ich weiß die. Ich möchte jetzt eigentlich mal versuchen, mit einem MGs anzugreifen. Ach, scheiß drauf, der kriegt eine Rakete rein. Uhuhuhu. Dem hätte ich jetzt gerne ein paar Rocket Pots mit dabei gehabt. Ah, fuck. Voll erwischt. Dadurch, dass das halt so breit ist, fliegt sich das halt ein bisschen schwierig, aber halt realistisch, ne? Ich mach jetzt mal alle Gruppen kurz an. Ach, die kann ich auch so abschießen. Natürlich kann ich die so abschießen. Okay, das waren die drei. Drei ist das hier noch. 4, 5, 6, 7. So viele Waffen abgefeuert. Keiner zu Hause da unten. Ich versuche das jetzt mal noch zu landen. Aber das wird super schwierig, glaube ich. So. Turnt ganz schön hart, ey. So. Machen wir mal einen Schub weg. Guter alter Simple Planes. Wenn man einen Schub wegnimmt, wird man immer langsamer. Egal, ob man Sturzflug geht oder nicht. Solange Schub da ist, wird man schneller. Wenn keiner mehr da ist, wird man langsamer. Sehr realistisch, wie ich finde. Ich wünschte manchmal, dass wir in War Thunder auch so. Da würde ich mir nämlich nicht so oft die Flügel beim Diven abreißen. So. Guck mal, wie schön langsam das ist. Das gleitet auch noch so schön. So, ganz easy. Plüpp. Was eine sanfte Landung. Schönes Bild. Schönes Bild, du. Schön. So. Jetzt haben wir getrödelt. Was haben wir noch im Angebot für heute? 281. Genau, 109 von Yoshi LP. Du mit deinen Mods. Die muss ich immer runterladen. Ich bin gespannt. So, kurz mal reingucken in das Cockpit. Das ist wohl voll funktionsfähig. Das ist schon ganz geil, ne?
Hier mit dem Schubding und so, Geschwindigkeit. Lol, das hat ja sogar einen richtigen... Das hat einen künstlichen Horizont. Das ist aber geil gemacht. Und ist das ein Höhenmesser? Scheint fast so, oder? Leveln wir mal aus. Ich weiß nicht, was es genau ist. Geschwindigkeit könnte es vielleicht sein. So, drücken wir mal die 2. Aber erstmal das Fahrwerk einfahren vielleicht. 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal kurz nochmal in die Liste rein, wo du geschrieben hast, für was die einzelnen Sachen da sind. Sorry, Leute. Wahrscheinlich stürzt gerade das Flugzeug. Hallöchen, Freunde, und willkommen zur nächsten Challenge. Ja, wollte gerade sagen, wahrscheinlich explodiert hier gleich alles. So, kurz reinschauen, was du da geschrieben hast. Lieber Yoshi. So. Gut rausgesucht, Entschuldigung. Also, alle in Klammern stehenden Infos treffen auf das Cockpit zu. Navigationslichter sind die Nummer 1. Alles klar. Blink, blink. 2. Obere Zusatzflaps. Weiße Lampe neben der orangen Lampe leuchtet. Moment. Also. Weiße Leuchte blinkt. Taxi Lights. Ah, das sind die hier. Verstanden. Was haben wir noch? 4. Cockpitlicht. Ah, hier. Seht ihr das? Ne? Macht alles ein bisschen heller. 5. Grüne Lampe im Cockpit leuchtet. Das ist der Boost. Den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren, aber erst wenn wir starten. Ich weiß nicht. Irgendwie mag ich diese Glascockpits nicht. Irgendwie sehen die nicht so hübsch aus, finde ich. Alter, was ist denn mit diesem Flugzeug los? Uiuiuiui. Also, Boost ist wohl die 5. Ah, das hier sind die Klappen. Ich verstehe. Boost ist die 5. Okay, Motor... nee. 5 ist Boost, steht da. Und 8 ist Motorüberlastung. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Sollte man... Maschine raucht und Lampe blinkt. Okay. Rote Lampe blinkt schnell, alles klar. Wenn der Motor dann überlastet ist, kann man das quasi anmachen. Hier drin blinkt die rote Lampe. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht hier. Da. Wenn wir die jetzt ausmachen, blinkt sie nicht mehr. Magic. Und die fliegt sich auch ganz ordentlich, aber ich glaube, die muss man auf jeden Fall mit dem Joystick fliegen. Jupp, sonst kackt das Ding komplett weg. Und dann geht das auch. Ja. Aber wobei ich sagen muss, irgendwie, es sieht schon irgendwie aus wie eine 109, aber irgendwie dann doch auch nicht so mega sehr nach 109. Aber trotzdem, es gefällt mir. Realistisches Flugbild, viele Funktionen, funktionierendes Cockpit, schon eine ganz geile Sache. Und eins meiner Lieblingsflugzeuge. Bei War Thunder spiele ich ja sehr, sehr häufig die BF-109F4. Echt eigentlich somit das Lieblingsflugzeug aus dem Spiel für mich. Zumindest solange ich noch keine anderen späteren Flugzeuge kenne. Oder noch nicht alles freigeschaltet habe. Aber das rockt schon sehr doll. Und wie man hier sieht, fliegt das hier auch wunderbar. Ich bin immer noch müde wie die Hölle, liebe Freunde.
Ich hoffe, ich bin bald wieder fit. Ich muss jetzt gleich mal was zum Mittag essen. Ich brauche mal wieder ein bisschen Energie. Am besten noch dann für morgen irgendwie vorkochen oder so. Damit ich was Schönes mit auf die Arbeit nehmen kann. Das Wasser sieht gerade total kacke aus. Oder? Was ist denn da los? Ach, wisst ihr was? Wir versuchen jetzt mal auf der Brücke zu landen. Ah, nee, jetzt ist es spät. Ich wollte gerade sagen, wir versuchen jetzt mal auf der Brücke zu landen, aber das wäre ein bisschen kurz der Weg gewesen. Stattdessen gehen wir wieder aufs Flugfeld. Okay, die Bremsklappen zu benutzen ist etwas schwierig, weil ich dafür die Maus benutze. Ne, wobei, stimmt gar nicht. Ich muss nicht die Maus benutzen, ich kann auch... Ah, fuck. Ich kann auch die... Wie heißt's? X benutzen und das Problem ist, ich weiß aber nicht, was die andere Taste ist, um das hier zu benutzen. Also versuchen wir es einfach so, weil manchmal die Motorüberlastung aus. So. Und dann können wir nämlich gleich auch noch mit den Bremsklappen agieren. Wenn das Bremsklappen sein sollen, ich glaube schon, ne? Oh, jetzt wird es aber dunkel, ey. Jetzt wird es aber schwierig, hier ordentlich zu landen. Oh, ich kann es einfach nicht. Meine Lusche. Naja, irgendwann werde ich es noch lernen. Aber ein paar Sachen haben wir noch. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt eigentlich schon verbraten? 17 Minuten ist die Folge schon lang. Eieiei. Von Malakuda haben wir noch eine Corsair-ähnliche Maschine. Und das stimmt auch. Ich finde die Corsair das Interessanteste an der Corsair ist eigentlich immer hier vorne die Flügel, das Flügelprofil, die Flügelform direkt quasi hinter der Nase. Das ist für mich so Corsair-Style. Ich weiß auch, was du meinst. Hier richtig geil mit dem Auspuff. Dicker, fetter Auspuff. Und die fliegt sich auch sehr schön mit Tastatur. Das finde ich immer am schönsten, weil ich fliege tatsächlich eigentlich am liebsten mit der Tastatur. Ich mag das gar nicht so gerne, wenn ich mit dem Joystick bzw. mit der Maus fliegen muss. Das ist für mich ein gutes Flugbild, wenn ich damit ordentlich der Tastatur durch die Gegend ballern kann. Dann jetzt schmeißen wir mal die Brücke da kaputt. Zumindest versuche ich es mal. So, zielen. Und raus damit. Treffer. Schöner Volltreffer da an der Brücke. Easy. Aber ansonsten ist das Teil hier komplett auf Luftkampf ausgelegt, sonst hätte ich nicht 6 Interceptor dabei. Brücke ist weg vom Fenster. Ich finde es immer interessant, dass da die letzten zwei Stöppel immer stehen bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist oder ob die halt jetzt einfach nicht eingebrochen sind. Ist aber... Boah, fuck, ich habe gedacht, ich hätte es geschafft. Komm, restart hier. Ah, super Idee. Ah, Mist, jetzt die Brücke aber wieder da. Ich muss doch noch testen. Ich wollte doch durch die Stöppel durchfliegen. Ich glaube, ich fliege jetzt einfach nochmal durch die Dinger da durch. Durch die Streben. Lol. Das war jetzt aber nicht gewollt. Hat das Ding einfach einen, Fallschirm. Kam irgendwie unvorbereitet für mich. Welche sind die kleinsten von den Dreiecken? Die hier, schätze ich mal, die seitlichen. Oder die hier sind super, super schmal. Da ganz an der Seite. Ich glaube, wenn ich das packe, kann ich mir Glück wünschen. Also die hier sind gleich groß, die beiden, aber... Oh, das war knappi.
Und direkt nochmal durchs nächste, die andere Seite. Also ist ein schönes Flugbild. Lenkt sich sehr geil. Das war ja die Vorgabe. Nicht unrealistisch, wie ich finde. Turnt halt sehr, sehr stark, aber jetzt nicht irgendwie so total einfach klapp, klapp. Weißt du? Oh, das wird knappi. Ah, ist jetzt fast geschafft. Macht nichts. Und vielleicht schaffe ich es ja heute mal, ein Propellerflugzeug zu landen. Das war nicht Geschwindigkeit aufnehmen. Aber, ach, scheiße, ich bin so doof. Ich wollte die Bombe wegwerfen. Weg damit. Brauche ich nicht zum Landen. Explodiert die eigentlich noch? Nee, ne? Ich glaube, sobald die Bombe ins Wasser aufkommt, funktionieren die nicht mehr. So. Fahrwerk raus. Bisschen Schub. Ein bisschen. Langsam dem Boden nähern. Endlich. Hat auch das mal halbwegs geklappt. Läuft. Schön. Funktioniert gut, der gute Flugzeug. Aber ich habe jetzt noch nicht so ein richtig krasses Highlight gehabt, finde ich. Heute. Also das von Seras war schon sehr, sehr gut. Mal gucken, was da noch so kommt. Also, ja gut, das war schon ein Highlight. Aber wir haben noch zwei Stück, und zwar unter anderem den schwarzen Raben von Müller 99. Da bin ich jetzt mal gespannt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das doch sehr, also hinten sehr schwer und vorne sehr schwer aussieht. Startet schon mal ganz ordentlich. Ah, das fliegt schön. Das hätte ich jetzt nicht erwartet bei so einem krassen Gewichtssetup, nenne ich es jetzt mal. Das liegt richtig gut. Also durch den Canyon brauche ich das logischerweise nicht jagen, weil das einen riesigen Wendekreis hat. Aber das fliegt mega sanft. Schöne Kurvenlage und ich kann es mit der Tastatur geil steuern. Wie gesagt, das macht mir persönlich immer am meisten Spaß, wenn ich meine geliebte Tastatur benutzen darf. Und nicht auf zwangsweise den Joystick oder die Maus ausweichen muss. So. Fliegt das denn auch gerade? Nicht ganz. So, aber wir trimmen es jetzt einfach mal so weit, dass es gerade fliegt. Jetzt fliegt es gerade. Und zwar perfekt gerade. Nein, stimmt nicht. Es fliegt noch nicht perfekt gerade. Es hat immer noch einen leichten Zug nach hinten. Jetzt hat es wieder einen leichten Zug nach vorne. So ist es fast perfekt. Aber ich glaube, perfekt einstellen kann man das gar nicht. Das Flugzeug in Simple Planes, aber jetzt kann sich niemand mehr beschweren, dass ich nicht alles tun würde, die Flugzeuge zu verbessern, aber guck mal, wie wenig Trim drin ist. Seht ihr, diese kleine Kante, das ist das, was ich verändert habe, und schon fliegt das Flugzeug perfekt, sag ich mal. Das ist ziemlich schnell. Das wäre für mich, ich glaube, so ein typisches Aufklärungsflugzeug, oder? So wie so eine Blackbird oder so. Sack schnell, schwarz. Gut, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die Maßgabe für ein Aufklärungsflugzeug, aber irgendwie erinnert mich das an eine Blackbird, so ein bisschen vom Setup. Und das ist was Gutes, weil ich mag die Blackbird. So.
Landen. Ja, das war noch eine ordentliche Landung, aber wir sind noch sehr, sehr schnell. So, hier schön nach hinten ziehen, ne? Alter, die wird nicht langsamer. Doch jetzt. Ganz langsam. Stopp. Jetzt können wir uns nämlich aussuchen, ob wir links oder rechts rumfahren. Aber das ist schon ein sehr ordentliches Flugzeug. Also das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Perfekt die Vorgabe meiner Challenge umgesetzt. Und ich hoffe, das gilt jetzt auch für die letzte Spit für heute von Bird of Steel. Und die sieht schon mal mega nice aus. Auch mit diesen fetten Kanonen. Ich habe jetzt bei War Thunder eine P51 freigeschaltet. Mit zwei mit vier Hispanos. Die sind ja auch so, die stehen ja auch so raus. Ich weiß nicht, sind das bei den Briten, sind das dann auch die Hispano? Weiß es gar nicht. Aber die machen Spaß. Die haben zwar nur... schönes Cockpit, alter Falter. Die haben zwar nur irgendwie 500 Schuss, glaube ich, insgesamt. Für vier Maschinenkanonen. Hier der Hebel funktioniert auch einwandfrei. Aber... Ah, guck mal hier. Q und E sind unten die Fußpedale. Ja, aber mit diesen Hispanos, da zerfetzt er einfach alles. Mit Luftzielmunition, zwei Schuss platzt einfach, oder ein Schuss platzt einfach ein Gegner. Das ist schon witzig. Waffen hat er Gott sei Dank keine dabei. Alles andere wäre auch blanker Hohn gewesen. Ah, was ein schönes Flugzeug. Aber auch hier muss man trimseitig noch ein bisschen was nachjustieren. So. So fliegt's perfekt. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding machen, was ich will. So, durch die Chase View. Ich möchte nämlich mal ein spektakuläres Bildchen machen. Das wäre ein geiles Thumbnail-Bild. Ah, sie schlackert ein bisschen. So müsste ich eigentlich gut durchkommen. Yep. Das gibt eventuell ein schönes Bildchen. Oh, das war knapp, ey. Da hatte ich gerade ein bisschen Mumpfensausen, dass das nicht klappen mag. Da ist ja auch noch französisches Bit. Was ist denn da los? Tap, taka, 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 taka. So, ab ins Cockpit. Dann schaffen wir auch hier die... Nein, schaffen wir nicht. Wollte nicht... Komm, wir machen mal einen Start hier aus dem Cockpit heraus. Langsam anziehen. Macht's gut. Was? Schon nicht schlecht. Ich versuche die jetzt auch noch zu landen. Ich werde wieder grandios scheitern, meine Damen und Herren. Aber ein Versuch ist es wert. Ich glaube, ich muss mich irgendwie mal am Nachmittag hinsetzen und jedes... Verdammte Mal, wenn ich ein Flugzeug auswähle, versuchen auch zu landen. Ich muss alle Flugzeuge landen können. Alle. Fast alle. Manche. Ich muss manche Flugzeuge landen können. Aber die mit Propeller, das sind halt echt meine Feinde. Weil da muss ja nur ein bisschen doof aufkommen, einmal mit der Nase kurz nach unten nicken und schon explodiert die Scheiße. Wobei man aber auch sagen muss, also wenn ihr euch jetzt die neuesten War Thunder Folgen so demnächst anguckt, null Problem in War Thunder, in Simple Plans ist das alles irgendwie ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Weiß nicht, ob mir die Profis da zustimmen werden, die Simple Plans Profis. Die auch War Thunder spielen, logischerweise, aber ich finde bei Simple Planes landen sehr, sehr schwer im Vergleich zu War Thunder. So.
Naja. Eher nicht so. Ich kann es einfach nicht. Ich werde es nie können und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.